Jo, da sind wir wieder bei Pokémon Gold. Nuzlocke, beim letzten Mal sind wir hier die Route weitergegangen, haben uns noch ein Nidorino gefangen und... Ja, ich habe einmal so gefragt, wollt ihr, dass wir einen Anchanera gegen Aerodactyl tauschen? Ich weiß die Antwort noch nicht, denn ich nehme noch weiter auf. Die Session geht wieder mal ein bisschen länger, weil ich ja wieder so ein bisschen vorproduzieren muss. So, ein Sandama. Ich glaube, das ist sogar besser, dass ich nicht mit Eis angreife, als mit normal. Wir wissen ja, unser Sandama hat auch eine sehr gute physische Verteidigung. Aber keine spezielle. Ja, keine Ahnung, wie weit ich jetzt wahrscheinlich wieder vorproduziere. Wenn ich bedenke, ich nehme immer so in einer Session 7 Folgen auf. Halt für die gesamte kommende Woche. Also das ist jetzt die Dienstagsfolge. Ich nehme halt immer, für gewöhnlich mal so bis zum Sonntag auf und nehme am nächsten Wochenende dann wieder auf. So kann ich zumindest auf den Großteil der Kommentare eingehen. Nur halt die letzten paar Folgen natürlich nicht. Von daher. Mal überlegen, was könnten wir jetzt in dieser plus 5 weiteren Folgen schaffen? Wir könnten es nach Lavandier schaffen. Wir könnten in Safronia City vielleicht noch die Arena machen. Wir könnten es vielleicht sogar nach Marmoria City schaffen. Ja. Und vielleicht auch noch halt die Arena. Ansonsten. Aber vielleicht können wir in dieser Woche vielleicht sogar noch zwei Arenen schaffen. Mal schauen. Erstmal haben wir jetzt Blitzy Level 49. Yay. Pst. Nein, du wirst kein Schnarcher lernen. Du bist auch gut ohne Schnarchen. Ich habe verloren. Yo ho ho. So sagt er das. Wen setzen wir denn jetzt mal ein? Immer noch Dominik. Miffy und Dodo kommen danach erst dran. Ich wollte überhaupt erstmal überlegen, wen ich in den nächsten Arenen einsetze. Sabrina ist ja eindeutig eine Psycho-Arena. Also wir brauchen irgendetwas gegen Psycho-Pokémon. Irgendwas mit einer guten... Hat Dominik nicht eine gute Spezialverteidigung? Ach, seine königlichen Pokémon, ich verstehe schon. Jetzt muss ich mal kurz mal nachschauen. Ich meine, Gyarados hat sogar eine recht gute Spezialverteidigung, ne? Ja. Hat sonst noch eine gute Spezialverteidigung im Team? Du nicht. Ja, auch nicht. Eher weniger. Kira. Dominik hat wahrscheinlich sogar die beste Spezialverteidigung im Team, wenn man bedenkt, dass er noch 3 Level unter Kira ist und die Werte fast gleich waren. Und er hat einen Biss. Vielleicht sollte ich ihm dann noch eine physische Attacke beibringen, dann kann er auch die Simsalas und so und Kadabras mit physischen Attacken one-hitten. Aber ansonsten, glaube ich, haben wir unseren Kandidaten für die Psycho-Arena. Ja, ich glaube, das klingt sogar ganz... was machst du denn jetzt? Achso, eine Beere. Ja, ich glaube, das klingt ganz gut. Ich denke mal, Dominik wird die Psycho-Arena rocken. Und ein Gold King. Ja, ein Gold King. Ich möchte es einfach one-hitten. Ich möchte so einen Gold King einfach so schnell wie möglich aus dem Weg haben. Das soll nicht vor mir stehen. Ich weiß nicht genau, aber ich mag Hornbohrer nicht. Und das Ding kann die Attacke. Ich weiß nicht, ob jetzt schon oder erst später, aber es kann die Attacke potenziell. Das ist wie jedes Smogon oder Voltoball plus Entwicklungen. Die können explodieren. Das mag ich auch nicht. Das will ich auch nicht. Explodieren ist böse. Explodieren macht viel Schaden. So, nächster Trainer. Auch ein Wanderer? Hey, willst du gegen mein Pikachu? Weißt du, da haben wir mal Dominik vor und dann kommt er natürlich mit dem Pikachu-Team an. Stimmt, du warst ein Poké-Fan, kein Wanderer. Was? 6? Übertreib's mal nicht. Ja gut, aber auf dem Level kann Dominik das auch einfach weghauen. Aber 6? Meine Güte. Wir kaskaden ja einfach alle weg. Ist ja wohl kein Problem dabei.
so einen halbwegs guten Spezialangriff. Nein, eigentlich nicht. Spezialangriff von Garados ist leider nicht so toll. Garados ist erst ab der dritten Generation so richtig. Ab der vierten Generation so richtig gemein geworden. Wo das aufgeteilt wurde in physisch und speziell. Wenn man bedenkt, dass zwei seiner Attacken, die er jetzt hat, hier ja noch, also Cascade und Biss ja noch speziell sind, später physisch. Warum aber Cascade physisch ist? Ja gut, man benutzt die Attacke, um einen Wasserfall hochzuschwimmen quasi. Wie darf man sich Cascade als Attacke vorstellen? Als vor allem ist es ja quasi, er schwimmt einfach einen Wasserfall hoch. Sprich, er braucht sehr starke Flossen oder irgendwas anderes, womit man schwimmt, um gegen den Strom und dann halt auch gegen die Schwerkraft im Wasserfall hochzuschwimmen. Heißt einfach, Cascade ist dann eine Attacke, bei der man einfach mit seinen Flossen schnell zuschlägt. Wenn man jetzt mal vom VM-Effekt abgeht. Wobei bei Surfer schmeißt sich auch hier nicht einfach auf den Gegner drauf, dann machst du eine riesige Welle, auf der man dann surft. Vielleicht macht man einfach bei Cascade einen Wasserfall und schwimmt dann hoch. Und ja, ich habe keine Ahnung. Wie würdet ihr euch die Kaskaden, die Attacke Cascade vorstellen? Früher war da noch ein Item. Links des Pfostens. Moment, meint er dann hier auf der Seite? Ah, hier war das Item. Okay, ich dachte, das wäre weiter links. Würde mich interessieren. Ich wüsste nicht, wie ich mir gerade Cascade vorzustellen habe als Attacke. Agility ist die wichtigste Eigenschaft von Vogel-Pokémon. Ja, die meisten Vögel sind schnell. Mir fällt auch gerade spontan kein Vogel ein, der nicht so schnell ist. Nö, mir fällt gerade keiner ein. Wahrscheinlich gibt es einige, aber mir fällt gerade spontan keiner ein. Es hat nicht gereicht. Oder wie Christian sagen würde, es reicht nicht. Nein, es reicht nicht. Ich muss ihn immer noch mal fragen, wo das herkommt. Ich habe mir das schon seit Wochen vorgenommen. Und er meinte auch, du würdest mir dann auch sagen, aber... Ich muss es einfach immer sagen. Ich muss aber mal fragen. Christian, du schaust doch hier gerade zu. Wenn du das hier hörst und ich es wieder vergessen habe, dich zu fragen, dann schreib's mir einfach bitte. Also, bei Skype oder so. Du willst ja nicht, dass die anderen erfahren, woher es kommt. Oder die sollen es irgendwie selbst erraten. Nebenbei, der Typ heißt Wolf. Und benutzt Vögel. Wieso auch nicht? Wir sind immer wieder auf einer Route, wo ich was fangen kann, oder? Und wieder ein Volltreffer. Ich glaube, Dominik mag Volltreffer. Deswegen sitzt er auch so viele ein. Weil Volltreffer sind cool. Wobei er, glaube ich, hier keinen Volltreffer benötigen wird. Würde mich stark wundern, wenn das... wieder ein Volltreffer wird. Weil wir gerade eben schon einen hatten. Aber der müsste nicht Dominik, sondern Domikrit heißen hier. So viele, wie der hier raushaut. Letzte Folge Volltreffer, Volltreffer, Volltreffer. Diese Folge Volltreffer, Volltreffer, Volltreffer. Ja, wir sind auf Route 13. Wir können wieder ein Pokémon fangen. Dann gehen wir mal da hoch zu dem Busch, den wir zerschneiden können. Und schauen mal, was es hier so gibt. So, Mifi zerschneidet das und Mifi findet hier ein Nidorino, was wir schon haben. Gut, also nicht. Sonst haben wir noch ein Nidorino. Das ist wahrscheinlich das gleiche von eben, das dachte sich, ey, kämpf mit mir. Und wir sagen einfach nur, nein, tun wir nicht. Okay, das dritte Pokémon ist... ein Hopsbross. Haben wir auch schon. Taxo hieß das, glaube ich.
Ja, Taxo. Weil mir der Name von, der lateinische Name der Sonnenblume. Sonnenblume, nein, des Löwenzahns nicht mehr einfiel. Deswegen habe ich es Taxo genannt. Weil der ungefähr so ähnlich ist. Ich habe ihn mittlerweile schon wieder vergessen. Und ich war gerade schon drauf und dran, Hydropumpe einzusetzen. Zumindest haben wir jetzt ein Nidorina. Also, vielleicht. Wenn es drin bleibt. Schauen wir mal. Dann haben wir sowohl Nidorina als auch Nidorina. Wieso auch nicht? Wie lädt das Nidorina? Noch nichts. Hey, noch ein Volltreffer. Kann es sein, dass die Volltrefferquote hier in diesem Spiel auch noch so ein kleines bisschen erhöht war? Oder habe ich einfach gerade nur Glück/Pech, je nachdem, wer den Volltreffer einsetzt? Ehe es eine Jungen füttert, zerkaut es das Futter und gibt es ihn anschließend. Jo. Wie nennen wir dich? Ich hab da so einen Namen. Kleine Anlehnung an, ja, Christians, Nuzlocke. Du bist Helga Junior. Kann man Junior eigentlich auch auf weiblichen Namen benutzen? Das frage ich mich gerade so. Ich habe Junior eigentlich mehr in Kombination mit männlichen Namen gehört und nicht mit weiblichen. Keine Ahnung. Hey, und noch ein Calcium. Gibt es Junior auch in Kombination mit weiblichen Namen? Was ist nun noch so zum alltäglichen Leben am wichtigsten? Eigentlich ist der Junior relativ geschlechtsneutral, von daher sollte es ja eigentlich auch für weibliche Namen gehen. Ich hab keine Ahnung. Tja, du schickst mir einen Garados? Ich zeig dir, wie ein Garados aussieht. Das ist ein Garados. Rot und glänzend. Jo, man merkt. So eine gewisse Spezialverteidigung und ein etwas schlechter Spezialangriff wirken damit. Moment, du kannst doch sicher noch Fuchtler, oder? Du kannst aber auch Biss. Sind wir interessiert, wie viel zieht denn der Donnerschlag? Ja gut, der Donnerschlag würde ihn wahrscheinlich one-hitten. Wobei, jetzt die Sache ist ja eigentlich, Garados hat ja wie gesagt eigentlich eine halbwegs gute Spezialverteidigung. Und trotzdem stirbt er von jeder Elektroattacke. Mal gucken, ob sie noch bei voller KP one-hitten würde. Wenn man denkt, Blitzi schlechter Spezialangriff, Garados gute Spezialverteidigung, aber trotzdem vierfache Effektivität, reicht trotzdem nicht aus, um es zu überleben. Naja, kann man nichts machen. Das ist halt das Leben eines Garados. Extrem anfällig für Elektroattacken. Aber dafür einen verdammt guten Angriff. Und eine schöne Fähigkeit mit Bedroher. Auch wenn ich sagen muss, Mega Garados sieht... Ja. Als ich zum allerersten Mal gesehen habe, dachte ich mir, hey Team Rocket, ich habe euer U-Boot gefunden. Das sieht doch 1:1 aus wie das Team Rocket U-Boot, oder nicht? So. Ja, mir gefällt das Angeln. Die super Angel. Hey, damit haben wir jetzt die beste Angel. Oh yeah. Doch. Ich könnte jetzt theoretisch einfach ein Pokémon angeln hier auf der Route. Oder nicht? Das ist doch wieder eine neue Route. Ja, das ist Route 12. Route 11 waren wir auch noch nicht. Wir können jetzt einfach angeln. Wenn ich beim Angelradio hören kann, bin ich glücklich. Gut für dich. Hieß der letzte nicht auch irgendwie Adrian oder so in der Art? Keine Ahnung. Nehmen wir so ein Karpados an sich auch relativ stark. Ich weiß, das war ein guter Witz. Und wieder ein Volltreffer. Dominik? Du kriegst, was das Zeug hält. Karpados zumindest relativ schnell und mit Regentempo sogar nochmal ein gutes Stückchen schneller.
Wie viel hat er denn eine Base? Hat er denn, kam er doch eine Base von knapp 100? Ich weiß es gerade nicht. Jedenfalls kann es doch, aber eine Base von knapp 100, dann würde er auf über 300, auf fast 300 Init kommen. Nee, was rede ich denn da für Quatsch? Aber es kann relativ schnell sein, ja. Auch wenn man sich das nicht unbedingt vorstellen kann, warum er so schnell ist. Aber er kann es. Irgendwie. Ich weiß nicht wie, aber irgendwie. Oh, ein Tentoxa. Das machen wir mit Blitzy. Wobei, ich glaube, hier benutzt du sogar lieber eher stärker als Donnerschlag. Weil Tentoxa eine sehr gute Spezialverteidigung hat. Ich glaube, der Donnerschlag würde es nicht one-hitten. Bei der Stärke würde ich sogar eher noch zutrauen. Ja. Sehr schön. Okay. Das blöde Reine beunruhigt mich. Ach, jetzt noch einmal. Na gut, dann würde ich sagen, das war's von diesem Part. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.